da draußen schon. Zwei. Die Kaserne ist gleich daneben an. Aber ich war doch gerade da hinten. Holla die Waldfee, du. Holla die Waldfee. Okay, aber zurück zur Mission.
wenn es so ist, dann... Ja. Oder dauert. Das können nicht die einzigen Generatoren sein, die die Cat hergebracht haben. Angesichts der starken Cat-Präsenz auf Eos würde ich Ihnen zustimmen, Pathfinder. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Ob wir die 100% auf Eos noch hinkriegen? Ist das da die Kaserne? Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In meiner Zeit als Soldatin? Nein. Darum geht's dabei doch. Das hat sowas Mechanisches. Haben Sie darüber nie nachgedacht? Militärische Disziplin ist nicht nur etwas Cooles, gegen das Sie rebellieren können. Im Kampf verlassen andere sich darauf, dass sie dort sind, wo sie sein sollen und tun, was sie tun sollen. Denn falls nicht, sterben sie. Das bedeutet aber nicht, dass sie das Richtige tun. Ich weiß. Okay, das ist der Ort, an dem ich nicht will, aber muss. Fuck, ernsthaft? Zu weit weg? Steck dein Köpfchen raus. Bane, wir nähern uns der Kaserne. Bleiben Sie wachsam. Hier sollten weniger sein als in der Basis. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Okay, schaut gut aus. So langsam freue ich mich mit dem Kampfsystem an. Bericht von Invictor, Thema letzte Befehle, Kommentar. Ich werde es nur einmal sagen. Konzentrieren Sie sich auf die neuen Aliens, die eingetroffen sind. Außenweltbefehle sind mir egal. Für mich ist offensichtlich, dass die alte Tech uns nicht geben wird und kann, was wir brauchen. Ganz egal, wie viel von ihr noch verborgen ist. Aber die Neuankömmliche haben Technologie, die wir verstehen und einsetzen können. Und vielleicht sind sie auch für andere Anwendungen geeignet. Wenn wir mit Antworten von ihnen zurückkommen, dient mir das und unterstützt mich. Antworten zu der alten Tech dienen nur der Ordnung, die wir bereits haben. Wer meinen Aufstieg nicht unterstützt, den mache ich zum Sammel- und Studienobjekt.
Ja, ein Glück ist der schon tot. Das war ja eine richtig sympathische Type. Ich weiß, ich bin gut. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Kleine Ding hat da oben echt gut aufgeräumt, also. Respekt. Ich bin Invictor. Dieses ist anders. Exoskelett. Dextroprotein basiert. Sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt. Weißt du, wie viel Kraft genau erforderlich ist, um deine Dermalplatten abzulösen? Das dachte ich mir. Ich bin froh, dass er tot ist. Mhm. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß, es ist fies, aber hätte man sie jetzt noch schreien gehört, wäre es fast noch besser gewesen. Habe ich echt so weit weggeparkt. Das war verdammt gute Arbeit da draußen, Pathfinder. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Ketten zu erledigen, war eine echt beeindruckende Leistung. Sie haben mir gezeigt, wo ich zuschlagen muss. Ach was, Sie wären auch ohne mich klargekommen. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Hier, Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Was habe ich jetzt bekommen? Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. What the? Geh aus dem Weg!
Anscheinend spawnen die hier immer wieder. Boah, das hier ist ja kein Kampfgebiet mehr, das ist ein Kriegsschauplatz. Jungs, Munition? Dann bin ich am Arsch. Ich glaube, du bist der Letzte. Nein, das spawnt der Nächste. So, was ist das dann? Kann ich dann gehen? Finde ich voll supi von euch. So, dann habe ich wenigstens einen Schnellreisepunkt da draußen. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob hier Ziele sind. Einfach überall ihre Spuren hinterlassen. Wir werden Eos ein für alle Mal von den Ketten befreien. Es erinnert mich an dieses eine Gedicht. Einsamer und ebener Sand. Irgendwie wirkt diese Welt weniger unwirtlich als bei unserer ersten Landung. Aber vielleicht gewöhne ich mich auch nur daran. Unsere Leute haben einen langen Weg hinter sich. Nichts hier wird sie aufhalten. Auf seine Art ist dieser Himmel wunderschön. Abortionen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Schwarzwaldstern. Eos hat Zähne, keine Frage. Wo geht's hier noch lang? WTF ist das? Okay, aber was ist das hier?
muss doch irgendjemand gewesen sein. Auf jeden Fall ist es Endhaltestelle. Das ist dann erstmal mein nächstes Ziel, wa? Oh ja, jetzt geht das lange Reisen wieder los. Ich wette, hier kommt irgendwann noch irgendwas. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Tempest ist ein guter Name. Nicht der beste, aber gut. Und was wäre der beste Name? Hey, nur weil ich mich beschwere, bedeutet das nicht, dass ich darüber entscheiden will. Das bedeutet es nie. Weitermach, Dünen. Was ein beschissener Name. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Bin ich hier eigentlich noch richtig, oder? Ich werde da hinten nicht hochkommen. Not in this life. Aber hier vielleicht. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Oh! Noch mehr Tiere, die sich über unsere verschwundenen Vorräte hermachen. Das war's. Aber ich wette, es ist nichts mehr übrig. Das bestätigt es. Die Kisten wurden erst geöffnet und dann wurden Köder ausgelegt. Aber von wem? Weitere Daten sind erforderlich, um sicher sein zu können. Mich würde vielmehr interessieren, warum? Ja, natürlich stehen die Cats schon da.
Okay, wer von euch will zuerst? Daneben. So, noch mehr von euch? Nein, oder? Ernsthaft, ihr habt hier nur drei da gelassen? Was ist das? Warum sehe ich diese Sachen nur, wenn... Na egal, komm. Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. Relikte von unten! Großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Du musst da draußen hin. Ach ja, was tut man nicht alles für die Bevölkerung? In diesem idyllischen Örtchen mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Bis bald.